Post für dich. Du hast sie geöffnet? Ja, sei froh, dass Papa das nicht getan hat. Aus Bostad. Denken die, das ist witzig? Wie soll ich das jemals bezahlen? Frag doch Mama oder Papa. Was? Ach nein, ganz vergessen. Sie dürfen ja nicht wissen, dass ihre ach so perfekte Tochter betrunken und ohnmächtig in der Badewanne ist. Mann, sei still! Kann mich nicht einfach jemand erschießen? Such dir doch eine Arbeit. Super Idee! Womit kann ich in 3 Wochen 75.000 Kronen verdienen? Dann ist das hier fällig. Ich ruf Lulu an. Willst du dir Geld von ihr leihen? Nein. Ist ja gut. Wieso ist das so verflucht teuer? War doch nur ein Unfall. Ja, ich weiß. Aber mach dir keinen Kopf, Clara. Hattest du nicht einen Haufen Geld zu deinem 18. bekommen? Ja, aber das Konto ist gesperrt, bis ich mein Jurastudium fertig habe. Was zum Teufel soll ich jetzt machen? Frieda, kannst du nicht sagen, dass du es warst? Dass du in der Badewanne eingeschlafen bist? Ich meine, du bist 17. Wäre nicht überraschend, oder? Hat doch schon mal funktioniert. Ja, aber dafür würde ich mindestens ein Jahr Hausarrest bekommen. Das mache ich nicht. Tut mir leid. Klar. Hey, wenn du morgen bei der Prüfung die volle Punktzahl bekommst, schenkt dir Papa einen Bonus von 10.000 Kronen. Dann sind's nur 65.000. Hör echt auf, so rumzustressen, Mann.